Die Berechnung von Gaubenwänden und von Wangen und Verkofferungen, sowohl von Gauben als auch von Quergiebeln und sonstigen Verkofferungswänden, die an Dächern, wie zum Beispiel hier in dieser Zwerchgiebelplanung am Zwerchgiebel, aktiviert werden können, im Branchenmodell massiv, erfolgt nicht über die Steuerung der Wandliste, in der Sie ja Anführungszeichen sonst alle Außenwände, Innenwände und Wandscheiben in den jeweiligen Bereichen für die jeweilige Wandstärke im Branchenmodell massiv in der Masterkalkulation hier das gewünschte Wandmaterial standardmäßig nach Ihrer Baubeschreibung voreinstellen können und bei der Kalkulation eines Hauses den Wandaufbau auch umstellen könnten. Noch einmal, wir reden hier von den Wänden, die in der Fassadensteuerung über die Wangenseiten gesteuert werden, das heißt also Gaubenwangen, Verkofferungen und eben Dachwände. Das heißt also auch hier, wenn ich diese Wand an dem Zwerchgiebel mal anklicke, rechte Maustaste, dann sehen wir eben Verkofferungswand. Das ist genau dieser Wandaufbau, von dem wir hier reden. Und diese Wände werden für alle Wangen, für alle Gaubenfronten eben nicht über die Wandliste im Branchenmodell massiv gesteuert. Hintergrund ist, diese Verkofferungswände sind konstruktiv, jedem von Ihnen ist das klar, Wände, die auf die Sparrenebene aufgesattelt werden. Das heißt also, wir sind hier auch im Branchenmodell massiv in einem Bereich, der eben sicherlich in 99,9% aller Fälle eben niemals massiv aufgebaut wird. Das heißt, dort werden keine Ziegel oder ähnliches auf den Sparren aufgesetzt, sondern das sind Holzständerkonstruktionen. Und damit eben gar nicht erst das Risiko passiert, dass man das mit den meistens ja Massivwandmaterialien hier in der Wandliste entsprechend übereinander bringt und es bei den meisten von Ihnen sicherlich auch so ist, dass eben die Wandstärken dieser Verkofferungswände vielleicht sogar identisch zu den Außenwänden sind oder sich am Sparren orientieren, vielleicht recht flexibel sind, abhängig von der Fassade etc. ist es eben im Branchenmodell massiv von Anfang an so gelöst, dass Sie hier eben nicht über die Wandliste gesteuert werden müssen. Bedeutet also gleichzeitig, Sie sehen außer der Fassadensteuerung, bei der Sie, dafür gibt es natürlich nochmal ein entsprechendes Video, nur die Fassade steuern, sehen Sie in der Sonderausstattung keine Ausführungssteuerung für den konstruktiven Aufbau dieser Gauben, Wangen und Fronten und Verkofferungswände, weil es schlicht und ergreifend hier kalkulatorisch etwas ist, was als Verkofferungswände automatisch im Gewerk Zimmerer komplett eben kalkuliert wird. Wenn wir uns das berechnungsmäßig anschauen, wie gesagt eben nicht über die Sonderausstattung der Wandaufbau steuerbar, sondern nur die Fassade, dann haben wir als allererstes, und ich gehe hier aus der Sonderausstattungsvoreinstellung in der Masterkalk einfach mal raus, dann haben wir als allererstes die Steuerung, die im Bereich der Wände dafür sorgt, dass diese Verkofferungs- und Gaubenwände eben nicht wie normale Außenwände gesteuert werden. Und das ist eine Einstellung, die kann in den Optionen der Berechnung vorgenommen werden und ist hier im Bereich der Wandfilter, das heißt also auch dort, wo zum Beispiel eben Mindesthöhen für Außenwände, Mindeststärken, Mindestwandlängen und so weiter und so fort konfiguriert werden, ist etwas, normalerweise wird selten verändert, wenn dann zusammen mit dem Coach. Und hier gibt es eben auch eine Berechnungseinschränkung. Das, was hier steht, ist sicherlich im ersten Moment etwas kryptisch, im entsprechenden Hilfetext steht drin. Beispielsweise E8 ungleich 1, das ist das, was hier oben ausgeschlossen wird, bedeutet keine Gaubenwände. Und ich könnte noch ergänzen, und E4 ungleich 1 bedeutet keine Verkofferungswände. Das heißt also, der Wandfilter der Wandlogik
sorgt dafür, dass Verkofferungswände und dass Gaubenwände eben nicht in dieser Struktur der Wandlogik berechnet werden, angeboten werden, in die Oberfläche geholt werden und so weiter und so fort. Bedeutet also, Sie haben Anführungszeichen nur das Pendant der Fassadensteuerung und sonst werden eben diese Verkofferungswände automatisch berechnet. Wenn ich einfach mal direkt in die Positionsbearbeitung reingehe, finden wir diese Positionen im Branchenmodell Massivbau, ich sage mal wieder Anführungszeichen logischerweise, in den Zümmererarbeiten und sie sind dort in der Gruppe Gauben angesiedelt. Bedeutet also, wir haben hier zwei Positionen. Und zwar zum einen die Gaubenfronten als gedämmte Holzständerwand vorbereitet für die Fassade. Das heißt, Sie merken es auch am entsprechenden Positionstext. Das ist eine Position, ganz klassisch eben so, wie der Massivbauer dies eben einkauft und entsprechend vom Zimmerer abgerechnet bekommt. Also nicht unterteilt nach Ständerwerk, Dämmung, Beplankung und so weiter und so fort. Und die Gaubenwangen und Verkofferungswände sind nochmal ebenfalls mit der textuellen Beschreibung, dass Fassade vorbereitet ist, in einer separaten Position gefasst. Bitte Achtung, die Positionspreise für die Wangen und Verkofferungen liegen hier momentan aktueller Stand 2018 bei 211 Euro, das andere bei 130 Euro. Das heißt also, die Verkofferungswangen, die Gaubenwangen und die Verkofferungswände sind vom Quadratmeterpreis natürlich deutlichst teurer. Eine Gaubenfront ist von der Fläche her in der Regel größer, von der Geometrie her nicht ganz so feingliedrig. Dreiecksgauben mal außen vor gelassen, ganz klar. Aber deswegen ist es so, dass in der Regel eben hier der Quadratmeterpreis, der hier angesetzt ist, bei den Wangen und Verkofferungswänden halt recht teuer ist. Bitte Achtung, eins noch, die Fassade wird natürlich zusätzlich gerechnet, separates Video können Sie sich gerne nochmal angucken. Fassadenpreise sind bei den Gauben, Fronten und Wangen auch separate Positionen, eben aufgrund Kleinteiligkeit und so weiter und so fort. Das heißt also, dort auch häufig mit einem höheren Preis angesiedelt. Was die Gauben angeht, bitte Achtung, nochmal der Hinweis, bitte jetzt aber wirklich auf die Gauben bezogen. Bei den Gauben ist es so, dass es neben dem, dass die Gaubenkonstruktion natürlich komplett aufgelöst wird, das heißt also Sparren als Sparren gerechnet werden, Gradsparren als Gradsparren, Dacheindeckung als Dacheindeckung und so weiter und so fort, ist es so, dass es hier in dieser Gruppe Gauben neben den Quadratmeterpreisen für die Gaubenfronten und Wangen nochmal Zulagen gibt, die ebenfalls mitberechnet werden. Das heißt also, es gibt erstmal einen laufenden Meterpreis für Gauben und es gibt nochmal einen Stückpreis Fixkosten für Gauben. Bitte Achtung, die Verkofferungswände, die Gaubenwände haben damit faktisch nichts zu tun. Ich möchte trotzdem hier den Querverweis herstellen. Das, was hier geplant ist, in diesem Falle, ist ein Zwerchgiebel. Bedeutet also, wir haben hier eine Konstruktion, die Anführungszeichen, die das Dach vorne öffnet, das heißt vorne geht entsprechend die Außenwand durch, bedeutet also auch, das wäre eben keine Gaubenfront. Wir haben lediglich hinten entsprechend unsere Wangen bzw. Verkofferung und dieses Dach wäre eben auch ein Quergiebel, das heißt im Umkehrschluss hier würde auch keine Zulage, von denen wir gerade reden, für die Gauben gerechnet. Wenn wir uns im Unterschied dazu hier die Planung auch aus unserer Beispielinstanz mit der Satteldachgaube anschauen, dann sehen wir, hier in dieser Konstellation ist eben wirklich eine klassische Gaube entsprechend gesetzt. Die Gaubenfront wäre entsprechend etwas, was in der Position, die wir uns gerade anschauen, berechnet wird. Die Wangen würden entsprechend berechnet werden und hier würde sowohl die Position Fixkosten Stückgaube je Typ, in dem Fall Sattelgaube, gerechnet werden und der entsprechende Laufmeterpreis. Jetzt können die Fachleute drüber streiten, ist es halt wirklich so ein großer Unterschied, dass hier Zulagen gerechnet werden müssen oder nicht. In der Regel, und das ist auch das, was Sie hier optisch sehen, die Gaubenkonstruktionen sind deutlich kleiner und das ist der Grund, warum es eben hier neben der reinen mengenmäßigen Bewertung üblicherweise eben nochmal eine Fixkostenpauschale und eine Laufmeterzulage gibt, um einfach hier die Kosten entsprechend abzufangen, die in dem Falle eben im Gewerk Zimmerer in der Gruppe Gauben sind, in welcher eben auch die
Konstruktion der gedämmten und für die Fassade vorbereiteten Verkofferungs- und Wangenwände, genauso wie die der Gaubenfrontwände, berechnet wird. Diese werden aus der Wandlogik der Massivwand des Branchenmodells massiv ausgeschlossen, tauchen also nicht zwischen den Massivwänden auf, werden nicht in der Sonderausstattung gesteuert, sondern werden vollautomatisch entsprechend berechnet. Wenn es bei Ihnen rein theoretisch unterschiedliche konstruktive Aufbauten gäbe, die wahlweise schaltbar wären, könnte man das natürlich firmenspezifisch entsprechend in die Sonderausstattung als Steuerelement einbauen. Im Standard werden die Positionen automatisch entsprechend beschickt und die Fassadensteuerung haben wir entsprechend in der Sonderausstattung vorhanden. Dafür gibt es nochmal ein entsprechendes Video. Und das ist eben diese Besonderheit der Berechnung von Dachwänden, Verkofferungswänden, das sind halt alles unterschiedliche Ausdrücke, letztendlich für das Gleiche. Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die als Wand auf den Sparren aufgesetzt wird. Und die Berechnung haben wir uns gemeinsam gerade angeschaut.